So, und weiter geht's wieder mit Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Beim letzten Mal haben wir erfahren, beziehungsweise hat Naruto erfahren, dass der Krieg im Gange ist und wird jetzt mit Bee sofort dahin eilen, indem wir ein bisschen Vorwärtsaltos machen. So, und damit wird's jetzt auch schon so ziemlich dem Ende schon des Spiels hinzu steuern, weil vieles dann auch nicht mehr enthalten. お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト。お前はいつも甘い。珍しいじゃないか、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、 今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒す。ああ、クラークンバーだ。どの道相手を倒せば 敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみにとらわれるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。あ、セダスにあれすんのそう、ファベスンです。シュン、どっかあんた。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。 もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもだ。お前のそばにいたサスケはずっと憎しみにとらわれていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。Damals vielleicht nicht, aber in Zukunft wird es so kommen. Ich glaube eigentlich sogar daran, dass Sasuke wieder zurückkommen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich meine, immerhin ist es ja der Protagonist und die schaffen letztendlich ja immer ihr Ziel. で、話は終わりか。なんだと。だからって俺が落ち着いて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。お前こそ甘いんだよ。 Naruto hat auf einmal einen ganz anderen Ton gegenüber dem キュービー。 いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。ならオッケーだ。俺はチンチクリンじゃねえし、 Naruto ist ganz schön frech geworden, nachdem er das Chakra entzogen hat. So, mal gucken, ob jetzt schon gleich ist auch, wie heißt es hier, das Aufeinandertreffen kommt von dem Raikage und, ja, uns halt, natürlich, und auch Tsunade halt.
Die wollten uns ja aufhalten, dass wir nicht zum Krieg eilen. Wir müssen ein bisschen entschuldigen, ich bin auch ziemlich müde. Ich muss erstmal wieder einen neuen Tagesrhythmus reinfinden. Ich mache irgendwie immer die Nacht durch. Und schlaf dann nicht wirklich lange. Und wir sind riesen Blödmänner. Ja, wenn man den Tagesrhythmus so verstellt, ist man auch ein Blödmann. Aber wie vorhin erwähnt, da ist auch schon Killer wie, drei Kage. Ja, dann pürier mal die drei Kage. みんなが俺が Hoho. Shinobi de Wasiori Hayatsuwa Oran. Yondaime Hokage ga inakunatte kara na. Tōchan. Chitteru no ka? Teawase wa ikudo to shita mono da. Are ni masaru shinobi wa inai to made omowasareru otoko datta. Hikeba ayatsu wa Konoha no 3人, Jiraiya ni yogen no ko, kyūseishu da to iwareta sou da na. だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。奴は救命事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。 Ich würde sagen, der Raikage sollte nichts Negatives über Narutos Vater sagen, sonst gehen wir ihm mit Naruto noch auf die Schnauze. Und da haben wir auch erfahren, was ich in den Parts erwähnt habe, als wir diese Szene gespielt haben, dass die Hälfte in Minato versiegelt wurde und die andere Hälfte in Naruto. もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、ライカゲ。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。 Das ist aber wirklich kein toller Plan, uns zu töten. そういうことなら、8尾の俺が死んでも同じ。そうすれば敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう、俺の命を投資。ビーノおっちゃん。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。Wenn wir wichtig sind, dann sollte man uns nicht einfach töten. Oh, Baka Tomoga! Ma,
Wer ist jetzt hier ein Riesenblöd, mein jetzt mal ganz im Ernst? Und auf in den Kampf mit Killaby. Mit Killaby? Mit Killaby. Oh, ein Boss-Battle mit Killaby. Okay, gut. Ein Rap-Battle, eher gesagt. Und über 40%. Das könnte machbar sein. Oh, der Raikage hat automatisch schon erhöhten Angriff. Und Close Line. Und Klatsch. Ein paar Kunais werfen, denn wir müssen wieder ein paar Tauschbalken. Jetzt kommen die Tauschbalken, das ist gut. Können wir wieder draufhauen. Ohne dass uns großherrlich was passieren kann. Oh, fuck. Bleib uns weg. Ein paar Kunai fallen legen, dass wir in Ruhe laden können. Und einfach mal. Scheiße, das war zu kurz. Habe ich ein bisschen die Reichweite unterschätzt. Aber wie dem auch sei, der Raikage hat keine Chance gegen uns. Wir verkloppen ihn förmlich mit unserem Schwert. Da kann er so viele Blitzfäuste machen, wie er möchte. Oh, das gefällt mir nicht. Oh nein, Super Saiyan Mode activated! Und hui! Oh oh. Au. Aua, aua. Das tut weh. Au, der Raikage macht viel Schaden. Oh oh. Wir haben definitiv ein Problem. So, jetzt haben wir uns erstmal ihn auf Abstand gehalten. Und whee! Oh yeah! Mit Riesenehre und Faust des Achtschwänzigen in den Active Time Battle Part. Okay, gut. Okay. Das ist ja cool. Aufeinandertreffen der Close Lines. Oh, und schnell B-Bücken. Er hat es wieder mal geschafft. Und whee! Wow, das war viel Staub um einen Clothesline. Wie wir ihn mit einem Clothesline einfach mal voll auf die Bretter gejagt haben. Es gibt wieder schöne Punkte, das gefällt mir. Kartenbilder. Und
und einen Ladebildschirm. Ja, aber ja, ich würde sagen, wir haben den Raikage ordentlich weggefegt, obwohl er uns auch mal zwischendurch in seinem Super Saiyajin Mode uns voll auf die Schnauze gegeben hat. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Wir wollen ja zum Krieg.俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強え力になる元が入ってるこの体。8秒もらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8秒もらう前に。そうか。 あの時真実の滝の前で言った。あの言葉か。まあ、ワサタケさん。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前は、あれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ。ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは、俺を守ろうとするあまりの気遣い。俺の力を信じなくなっていった、毎回。 人中力になれば、いろんなもんなくして心ガリガリ。でも、だからこそ、なくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力のもとじゃねえ。オッケー？美獣が入る前に入ったもんが光り出したら、太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力のもとだと気づく。大筋。だからこそ俺は、 8秒、唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ？そうだな。いや、確かに、wahrscheinlich seine Eltern。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ？父ちゃんと母ちゃんだ。父と母。 波風湊と渦巻きクシナカ。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るよ。チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトめ。 ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のために、そんなことを。そしてこの力をくれたとき、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで2つ目は、 それを止めんのが。 Nein, er hat nicht versagt. Er hat seine Aufgabe nur an Naruto übertragen. すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだやはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだなミナトがそう信じたように私もナルトにかける俺もだぜバカ野郎この野郎お前の判断は Ach komm, du hast zwar einen Ziegenbart und einen Super Saiyajin Mode, aber du musst auch mal zugeben, dass wir auf der guten Seite sind, also auf der richtigen Seite. Ich
ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること、俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。Ich würde sagen, jetzt müssen wir mit Naruto gegen den Raikage. Aber wir sollten uns definitiv heilen. Das gefällt mir nicht, dass wir so wenig Leben haben. Nachher holt er wieder seinen Super Saiyajin Mode raus und dann müssen wir auch wieder aufpassen. Oder ist er schon im Super Saiyajin Mode? Wir sind auch in unserem Erwachzustand. Gegner mit Ninjutsu ausschalten. Okay, gut, er ist schon mal kein Super Saiyajin. Das heißt, wir können ihn einfach verprügeln. Bums. Welches Ninjutsu können wir hier eigentlich? Achso, das. Okay, gut. Das wird vielleicht ein bisschen problematischer. Ich würde viel lieber das andere mal benutzen. Und Bums. Haha, da wird ein Rariato abgebrochen. Dumpf und. Na, da kannst du nicht viel. Hast du nicht viel zu melden, Raikage. Wir sind viel zu stark für dich. Und Brums! Umgegrätscht. Okay, ich weiß ungefähr, wie viel Schaden ich jetzt mache. Dann können wir es auch so beenden. Ah, komm, hätte auch treffen können. Oh, Raikage. Oh, oh. Das war knapp. Oh, ja, ich hatte endlich getroffen. Umgegrätscht. Oh, diese Bonus-Voraussetzungen sind immer ganz schön gemein teilweise. Aber wir haben den S-Rang, das ist schön. Du kannst jetzt höherwertige Ninja-Werkzeuge einstellen. Yay! Das finde ich cool. Oha, nochmal mit voller Kraft. Jetzt ist der Super Saiyan Stufe 2 oder was? Wow, das war gut ausgewichen und die Wand dahinter wurde völlig zerstört. Der Raikage ist reingegangen mit der Absicht, ihn wirklich zu töten. Mit dem Unterschied, dass Minato ausweichen konnte, weil er schnell war, sondern weil er sich teleportieren konnte. Und wir haben es mit Geschwindigkeit gemacht. So, und jetzt hat auch Naruto die Erlaubnis von den Kages zum Krieg zu eilen und wir nehmen Bia einfach mit. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie geknickt ist. Und jetzt klingt es ab. Der Raikage geht. Und wir kriegen wieder was erzählt. Shinobi-tachi-yo, kyūsoku-seyo.
日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者はかけつけるだろう。太陽の少年は地を走った。 So, und wir haben Kapitel 8 abgeschlossen, die zwei Sonnen. Und wir haben den Titel erhalten davon und Shop-Items und wir dürfen speichern. So, wie immer halt liken, kommentieren, subscriben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und haut da rein.